Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Fire Emblem Fates. Im letzten Part haben wir mit dem Finale der Ruhmeserben begonnen und nachdem wir doch ziemlich viel Story hatten, können wir uns heute endlich der eigentlichen Schlacht widmen. Und ich muss sagen, die ganze Inszenierung ist wirklich unglaublich episch. Die Map kennen wir ja zumindest, ungefähr, sag ich mal. Sie ähnelt auf jeden Fall der Final-Map aus Offenbarung. Der Gegner ist uns leider auch wohl bekannt. Und diese ganze Atmosphäre ist einfach richtig, richtig toll. Also Shigures Gesang im Hintergrund, die ganzen Kinder auf unserer Seite und natürlich auch die ganzen namhaften Gegner. Also ich finde, es ist extrem genial gemacht und gleichzeitig so unglaublich grausam, dass wir gegen sie kämpfen müssen. Aber nun gut, ich denke, wir müssen uns auf jeden Fall gut vorbereiten, denn bislang wurden die Schlachten ja wirklich immer schwerer und deswegen erwarte ich schon einiges vom Finale. Und ich habe tatsächlich recherchiert oder recherchieren lassen vielmehr, damit ich mich nicht spoilere. Es gibt tatsächlich zwei Enden. Es müssen ja auf jeden Fall die beiden Kanas und Shigure überleben. Allerdings, wenn tatsächlich alle Kinder überleben sollten, bekommt man quasi ein True Ending, sag ich mal. Und wenn eben nicht alle überleben, dann irgendeine Alternative. Und ich möchte natürlich auf jeden Fall das bestmögliche Ende erreichen. Dementsprechend, auch wenn es vielleicht schwer werden wird, strebe ich an, dass alle Kinder hier lebend und heil wieder rauskommen. Mal gucken, ob das klappen wird. Also ich garantiere für nichts, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das zu schaffen. Und ja, ich würde vorschlagen, ich markiere mal kurz alle und gucke, wen wir so auf der Gegnerseite haben. Hier haben wir Hayato, Tsubaki und Kaden, Asama und Hinata zusammen mit Takumi. Ich meine, gut, es sieht so ein bisschen getreuenmäßig aus, aber Oboro konnten sie ja nicht aufs Schlachtfeld stellen, weil sie nun mal nicht männlich ist. Aber ob Asama so die beste Alternative ist für Takumi, ich wage es zu bezweifeln. Dann haben wir hier ein paar normale Gegner, genau wie hier. Arthur, Keaton und Benny zusammen. Dann nochmal Silas, Niles, Odin und Leo. Aber ich finde es interessant, es sind nicht alle Väter auf dem Schlachtfeld. Also Ryoma und Xander fehlen, was mir auf jeden Fall ein paar Sorgen bereitet, weil gegen die beiden will ich nicht kämpfen. Die haben zwar nicht ihre legendären Waffen dabei, weil wir die ja haben, aber ihre Klassen alleine sind halt schon nervig genug in Kombination mit den Fähigkeiten, die sie vielleicht haben werden. Deswegen, ich freue mich nicht drauf, gegen die beiden zu kämpfen. Die kommen vielleicht ein bisschen später, nochmal so als Verstärkung, die dir das Genick brechen kann. Kamui ist auch nicht auf dem Schlachtfeld, wobei Anankos meinte, er hätte Kamui verschont, deswegen vielleicht kommt er gar nicht. Aber wenn Kamui kommt, vielleicht in zwei Ausführungen, männlich und weiblich, weil wir auch zwei Kanas haben, das wäre richtig, richtig episch. Hätte ich zwar auch keine Lust drauf, weil Kamui ist mit Sicherheit auch stark als Gegner, aber es wäre irgendwie cool, weil man nie die Gelegenheit hatte, gegen sich selbst zu kämpfen quasi. Also da wäre ich echt gespannt, wie sich Kamui als Gegner so macht. Ansonsten, wenn ich mal so gucke, Saizo fehlt, Kase fehlt auch und Jakob. Vielleicht habe ich irgendwen übersehen, aber ich glaube, das sind die drei einzigen, die ansonsten noch fehlen. Also bei Xander, Ryoma und Kamui kann ich es verstehen. Warum gerade Saizo, Kase und Jakob noch fehlen? Keine Ahnung. Aber nun gut, habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bin mir so sicher, dass garantiert noch Verstärkung nachspawnt. Deswegen mal schauen. Ich hoffe nur nicht an den ungünstigsten Stellen. Bei den Revelation war es ja echt so, dass die Verstärkung wirklich überall spawnen konnte. Bin gespannt, wie das hier so ablaufen wird. Wir haben da auf jeden Fall einiges vor uns. Gut, schauen wir unsere Charaktere auch mal kurz durch. Einfach um vielleicht zu schauen, mit was wir es überhaupt zu tun haben. Ui, wenn ich mal kurz durchgucke. Die sind alle weiterentwickelt. Die haben alle Level 14 oder 15. Haben alle 14 und die drei dort oben haben 15 eventuell. Ich glaube, das ist so. Sprich, die sind doch wesentlich stärker vom Level her als beim letzten Mal und durchgängig weiterentwickelt, was ich ziemlich gut finde. Haben auch ziemlich gute Werte, teilweise Maximalwerte. Waffenlevel S haben alle
mindestens 4 Fähigkeiten und sind ziemlich gut ausgerüstet. Nicht schlecht. Also das wirkt schon fast so ein bisschen wie mein trainiertes Durchspielteam. Das sind nicht diese 0815 vorgefertigten Charaktere, die nicht so viel reißen können und man wirklich tricksen muss, um irgendwie durchzukommen. Also die haben echt einiges drauf. Da freue ich mich drauf. Vor allen Dingen, die Kinder im Einsatz zu sehen, die ich selbst kenne, das ist dann so ein bisschen wie so ein Flashback. Und die Kinder wirklich zu sehen, die ich noch gar nicht im Team hatte, vielleicht sehe ich dann, oh, die reißen doch was, die kann ich doch mal irgendwann mitnehmen. Also da bin ich super gespannt. So, wir haben Kana weiblich als hoshidische Adlige, mit dem Omega-Yato natürlich, und Kana männlich als norische Adliger. Und ich denke, du bist auf jeden Fall ein bisschen stärker und hast die bessere Verteidigung und du hast die bessere Resistenz. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das ausnutzen. Shigure als Falkenritter, mit dem Mondfest, ja, und hat auch ziemlich gute Werte. Also ich denke, die drei alleine können die Mitte bestimmt irgendwie handeln. Das sollte gehen. Siegbert als Rittmeister mit dem Siegfried. Forrest als Stratege mit Brynhilda natürlich. Und Pflege und Rettung, das ist gut. Ignatius, unser General, hat auch Wachsamkeit als Fähigkeit. Das könnte uns auf jeden Fall auch helfen. Und eine verdammt gute Verteidigung. Das ist super. Dann Mighty Midori als Händlerin. Mixtur und Elixier. Ja, ist auch gut. Dann Ophelia als Zauberin. Ich finde es interessant, dass manche Leute wirklich ziemlich heftige Heilmittel haben und andere eher so, naja, ist vorhanden. Da müssen wir auf jeden Fall auch so ein bisschen hin und her tauschen. Dann Kaldori als Falkenritter. Ein bisschen ungewohnt, weil sie bei mir eine Dunkelschwinge war. Aber das passt auf jeden Fall auch ganz gut und kann auch heilen. Dann Sophie ebenfalls als Rittmeisterin. Nina als Abenteurerin mit dem Glanzbogen wieder, das ist gut. Dryer als Diener sieht auch so unglaublich ungewohnt für mich aus, aber er ist gut ausgerüstet. Dann Soleil als Heldin und mit dem Panzerbrecher wieder, das ist gut. Mitama als Priesterin ist auch ziemlich gut ausgerüstet, also die Rettung könnte uns tatsächlich gut helfen, denke ich, gerade wenn ich Fehler mache. Dann Asugi als Meister-Ninja, vergiftete Klinge und Exitus. Du bist echt so ein Nervbündel, finde ich gut. Ratchet als Onmyoji ist auch ein bisschen ungewohnt. Ich finde, das sieht so ein bisschen brav aus. Als Hexe passt es auf jeden Fall besser. Aber auch sie hat Sonnenfest und Rettung, das nehme ich auf jeden Fall auch gerne. Dann Percy als Vivernlord. Die Verteidigung ist super. Also wenn nicht gerade Takumi kommt, kannst du auch verdammt viel abfangen. Das ist schön. Veluria, mein Verteidigungsmonster natürlich, und Seki, mein Resistenzmonster. Ist auch sehr schön, die beiden zusammen zu sehen. Dann Hisame als Schwertmeister. Ich sehe Astra und Vorteil. In der letzten Schlacht war er tatsächlich eher so ein bisschen dekorativ. Ich hoffe, er kann diesmal ein bisschen mehr machen. Kiragi natürlich als Scharfschütze mit dem Fujinyumi. Und Shiro als Schwertmeister mit dem Raijinto. Ich sehe auch Astra und Vorteil. Und Verteidigung rauben. Das ist schön. Und er braucht keine Heilmittel offensichtlich. Na gut. Also ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Das Problem ist, wenn ich das gerade richtig gesehen habe beim Markieren, dass die halt auch alle ziemlich heftige Werte haben. Ich meine 39 Verteidigung. Ziemlich heftige Waffen teilweise. 4 Fähigkeiten mindestens. Und Level 20 haben. Also das könnte schwierig werden. Wenn ich mir wirklich nur meine eigenen Charaktere angucke, denke ich mir so, ja, mir kann nicht viel passieren, ich bin ziemlich gut aufgestellt. Aber die Gegnerseite ist halt auch ziemlich heftig. Da müssen wir auf jeden Fall gut die Waffenvorteile ausnutzen. Na gut, wo fange ich jetzt am schlausten an, ist die Sache. Ich würde ja am liebsten gucken, dass ich nach und nach anlocke. Wohl wissend, dass Verstärkung nachspawnen könnte, aber ich will auf gar keinen Fall vorstürmen zu Anankos. Und natürlich, ich will, dass alle lebend durchkommen. Deswegen muss ich schauen, dass ich wirklich durchgängig konzentriert spiele. Und am liebsten, wenn es irgendwie ginge, würde ich ja gerne, dass die Kinder gegen ihre Eltern kämpfen. Weil ich bin mir sicher, da gibt es Dialoge und die würde ich halt echt gerne hören. Die Sache ist, ob es immer so klappt. Teilweise sind die Eltern ja auch noch gar nicht auf dem Feld. Und je nachdem, wo die dann eben spawnen, könnte ich einen ziemlich langen Fußmarsch vor mir haben. Und ich meine, Ignatius gegen Benny,
ist jetzt auch nicht unbedingt das beste Matchup, also es könnte echt schwierig werden. Aber ich würde es zumindest, ja, nicht versuchen. Aber wenn es sich irgendwie ergibt, dann werde ich es auf jeden Fall ausnutzen. Na gut, nehmen wir erstmal die Mitte. Da könnte ich dich anlocken. Du hast 25 Angriff mit deinem Donner, also nicht sonderlich viel. Da würde ich sagen, damit ich mich auch wehren kann, kannst du dich mit deinem Donnerschwert da reinstellen. Wobei, du kannst eigentlich da stehen bleiben. Zack, damit du dich wie gesagt auch gegen den Typen wehren kannst. Mein Kodachi würde es auch tun, aber das passt schon. So, einmal den Drachenstein, weil ich rüste eigentlich schon ganz gerne standardmäßig die ganzen Defensivwaffen aus, weil falls ich mich doch mal blöd positioniere und dann doch im Radius des Gegners stehe, ohne das zu wollen, habe ich halt die bestmögliche Verteidigung. So, und dich packe ich mal hier mit der Wächter-Naginata. So, also ich denke, die können sich auf jeden Fall um die Mitte kümmern. So, und dann muss ich gucken, dass ich mich so ein bisschen aufteile. Hier könnte ich einen Speermeister anlocken. 35. Okay. Die Sache ist, wenn ich mal gucke, wer auf der Seite hier so rumsteht, das sind alles Charaktere, deren Kinder nicht unbedingt die beste Verteidigung haben. Sprich, wenn ich wirklich gucken möchte, dass die Kinder gegen ihre Eltern kämpfen, dann müsste ich sowohl Percy als auch Veluria als auch Siegbert als auch Ignatius alle auf die Seite schicken. Ist ein bisschen doof, aber ich... Na, einerseits mein Hauptziel ist es, dass alle überleben, deswegen sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich gameplay-technisch das Schlauste mache, aber ich will halt die Dialoge sehen. So, ich könnte dich anlocken. Du kommst garantiert mit deinem Tomahawk. Oh, 36 Angriff mit dem Tomahawk, wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr. Na gut. Ich positioniere mich erstmal. Forrest geht nach rechts, dann habe ich hier auf jeden Fall einen Heiler. Ich könnte Siegbert auf die andere Seite schicken, weil Xander ist ja noch nicht auf dem Schlachtfeld. Dann habe ich hier auf jeden Fall auch jemanden, der ein bisschen defensiv was drauf hat. Niles ist auf der Seite. Also kommst du hier mit, habe ich noch eine zweite Heilerin und einen Bogenschützen. Odin ist auch hier, also kommst du als Magierin mit. Dein Papa ist auch hier, also kommst du natürlich auch mit auf die Seite. Silas ist auch hier. Im Umkehrschluss, Takumi ist hier. Caden ebenfalls. Keaton war auf der anderen Seite. Genau. Dann musst du einmal rüber. Hayato war noch hier. Es ist vielleicht ein bisschen Spielerei, das gebe ich zu, und ist vielleicht nicht das Schlauste, was man machen kann. Man kann sich mit Sicherheit ein bisschen besser aufteilen. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Das wäre halt schon cool, möglichst viele Dialoge zu hören. So, dein Papa ist auch hier. Und ansonsten, die anderen sind ja noch nicht auf dem Schlachtfeld. Dann würde ich Shiro auf jeden Fall hier lassen. Asugi auch. Dwyer kann mit auf die Seite als Shuriken-User, sag ich mal. Und ansonsten, da habe ich einen Bogenschützen, da habe ich auch einen Bogenschützen. Na gut, dann kommt Midori mit hier hin und Soleil mit hier hin. Und dann schauen wir erstmal, was passiert. Also ich fände das schon schön, wenn wir wirklich das True Ending bekommen. Weil das immer natürlich befriedigender ist, als zu wissen, man hätte es besser machen können. Und was Schöneres am Ende rauskommen können. Und halt möglichst viele Dialoge zu bekommen. Das wäre halt auch sehr schön. Alle kann ich ja aktuell nicht bekommen, weil nicht alle auf dem Schlachtfeld sind. Aber wie gesagt, was nicht ist, kann noch werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass zumindest Saizo Kase, Jakob und Xander und Ryoma noch kommen werden. Bei Kamui bin ich mir nicht so sicher und ich denke, Azura wird auch nicht kommen. Die hilft uns ja, wo sie nur kann. So, hier würde Hayato drankommen. Du hast 40 Angriff. Das trifft nicht auf uns zu. Wir sind ja quasi von der Klasse her gleich und du bist sogar höher vom Level her. Aber da ist so ein bisschen Azuras Lied auch im Hintergrund mit drin, oder? Also es singt nicht nur Shigure, wenn ich das so ab und zu mal drauf achte, wenn ich mich nicht gerade konzentrieren muss. Aber gut, du hast keine gemeine Fähigkeit. 40 Angriff, 27 Geschwindigkeit.
Wenn ich jemanden reinstellen möchte, der sich auch wehren kann, hätten wir entweder Rajat oder vermutlich Mitama. Ja. Ihr habt blaue Waffen, das heißt, Mitama ist da, glaube ich, ein bisschen besser. Sprich, du kannst auf jeden Fall... Wobei, na, ich will ja Hayato eigentlich dann mit Rajat machen. Wenn Rajat trifft, macht sie hier auch guten Schaden. 70. Ja, nehmen wir die. Ich hoffe mal, dass du mindestens einmal triffst. Das wäre schon mal gut. Jo. Man ist immer so versucht, natürlich das zu machen, was strategisch am schlausten wäre und auch waffentechnisch am schlausten. Ach, Rajat. Bitte? Bitte, bitte? Danke. Aber wie gesagt, ich versuche ein paar Dialoge zu bekommen. Da bin ich auf jeden Fall neugierig. Ich wäre enttäuscht, wenn es keine geben würde, ehrlich gesagt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, du kommst auf keinen Fall weiter. Gut. Dann der Waffenmeister. Das sieht ziemlich gut aus. Das nehme ich. Also ich glaube ganz ehrlich, die ganzen normalen Gegner sind gar nicht so das Problem. Eher die namhaften Charaktere mit ihren dummen Fähigkeiten und hohen Werten und so weiter. Gerade wenn ich es drauf anlege, mit den passenden Kindern zu kämpfen. So, und dich kann ich mit Mitama abschießen. Das reicht zwar nicht ganz, macht aber schon mal guten Schaden. Gut, bin ich froh, dass sich jetzt wirklich jeder wehren kann. Es ist immer so ein bisschen anstrengend, dann wirklich Charaktere zu haben, die nur heilen können und im Zweifelsfall nicht mal mit anpacken können. So, Shiro? Shiro kriegt das hin. Gut, haben wir ja auch schon mal gut aufgeräumt. Aber ich finde die Map ziemlich cool, muss ich sagen. Also ich mochte die damals schon, nicht weil sie jetzt extrem spannend war, aber weil sie einfach eine schöne Atmosphäre hatte. Und wir haben ja auch gerade im Kampf gesehen, es geht hier so ein bisschen bergauf Richtung Anankos. Dann diese ganzen Anankos-Teile im Hintergrund, die namhaften Charaktere, die Musik, das ist schon ziemlich cool. 25 Resistenz. Will ich dir noch ein bisschen mehr geben? Wieso gibst du keine Resistenz, Selki? Ich bin enttäuscht. Du auch nicht? Du vielleicht? Du würdest noch ein bisschen Resistenz geben. Aber Tsubaki ist halt auch direkt da oben, ne? Aber ich mach das trotzdem mal. So. Kiragi kann hier bleiben. Du musst ja auch hier mit hoch. Du auch? Gut, ihr beide. Ihr seid so ein bisschen überflüssig, weil ich nicht weiß, wo eure Väter später spawnen, aber das passt schon. So, die Mitte. Ihr kommt doch bestimmt, ja, auch dort unten dran. Stahlaxt und 38. Wie viel Verteidigung hast du? 29 zu 31 zu 28. Dann darfst du. Zack. Und ein bisschen Unterstützung und dich parke ich erstmal hier. Haben wir die Seite. Dann die nächste Seite. Die ist ein bisschen komplizierter, weil da der Berserker steht, den ich anlocken müsste. 41 hast du. Nur mal so aus Interesse, um es direkt zu testen. Du würdest mir 6 Schaden machen und zu 5% critten. Aber wenn du crittest, ist es nicht so schlimm. Sprich, ich kann da auf jeden Fall Benny einfach drin stehen lassen. Eins, du hast ein paar mehr Schritte auf jeden Fall. Ich werde mich mal so ein kleines bisschen zurückbewegen, weil man sieht, es wird größer, der Einflussradius von dem Berserker. Und ich ziehe mich besser ein Stückchen zu weit zurück, als dann plötzlich in Reichweite von seiner Axt zu sein, ehrlich gesagt. So. Dann Sophie. Alles klar. So, und dich kann ich hier stehen lassen mit deiner Meisterlanze. Und Percy kann gerne zur Unterstützung daneben bleiben. So. Haben wir das auch schon mal. Gut. Du da, zeig mir dein Gesicht und lass mich deinen... Du da, zeig mir dein Gesicht und lass mich meinen Verdacht bestätigen. Ha. Das war zu erwarten. Meinen eigenen Vater gegen mich aufzuhetzen. Es gibt wohl keine Niederträchtigkeit, vor der diese Drache zurückschrecken würde. Wäre eine Puppe, eine Kopie, würde ich ihn ohne nachzudenken einäschern. Doch mein Eigenfleisch und Blut,
Welch hinterhältiger, tückischer Trick. Das Schicksal vermag grausam zu sein. Jetzt, wo du so vor mir stehst, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Da du nichts hörst, brauche ich mich weder zu entschuldigen noch zu bedanken. Und doch haben Worte Macht. Das kann ich voll Überzeugung behaupten. Ich verspreche, dass ich dich und diese Welt von eurem Fluch befreien werde. Ich werde dich befreien, Vater. Koste es, was es wolle. Aber es gibt scheinbar keine extra Dialoge, wenn der Charakter vom Kind besiegt wird. Sprich, ich muss sie nur einmal angreifen für die extra Dialoge. Das ist schon mal gut. Also das ist auf jeden Fall machbarer, als sie komplett damit zu besiegen. Aber interessant, wie lang die Gespräche eigentlich sind. Und vor allem Raja ist eigentlich so ein unnahmbarer Charakter. Und ich habe immer so das Gefühl, dass ihr sowas wie Familie und Freunde und so gar nicht so wichtig ist, beziehungsweise dass sie das nicht gerne offen zugibt. Also sie wirkt immer wie so eine kleine Hexe einfach. Sehr düster, wie gesagt, sehr kalt, obwohl sie es vielleicht gar nicht ist. Und da hat man gerade wirklich gemerkt, dass ihr Papa ihr total wichtig ist. Sie meint hier auch, wenn es einfach nur eine Kopie wäre, okay. Aber zu wissen, dass das wirklich ihr Vater ist, der kontrolliert wird von Anankos, und ihn dann zu töten, wohl wissend, dass er vielleicht zurückkommt, wenn der Fluch gebrochen wird, aber trotzdem. Also, ne, egal wie es ausgeht, den eigenen Vater dann zu töten in dem Moment, das ist schon hart. Definitiv. Deswegen kann ich sie da sehr, sehr gut verstehen. So, ich könnte Arthur anlocken. Das ginge schon mal, ich muss hier nur noch so ein kleines bisschen zurückweichen. Aber nehmen wir erstmal wieder die Mitte, die ist am einfachsten. Achso, ihr kommt so weit, weil ihr weil ihr von hier aus quasi angreifen könnt. Und ich muss natürlich gucken, dass ich Tsubaki platt mache, weil Tsubaki kommt schon ziemlich weit. Aber gut, wo könnte ich dich jetzt anlocken? Dort. Dann machen wir das doch genauso schön wie gerade. Das hat ja eigentlich ziemlich gut funktioniert und da muss ich gleich mal gucken, ob ich euch noch irgendwie gebrauchen kann, weil Shigure könnte ja auch hier zur Rettung kommen. So, dann hier. Selki. Selki. Autsch. Selki hätte da ein dezentes Problem mit Caden, ehrlich gesagt. Ich weiß halt auch nicht, ob die Dialoge kommen, wenn sie einfach nur mit angreifen. Ich glaube aber nicht. Weil ich überlebe das so oder so nicht. Macht genau einen Schaden zu viel, leider. Aber der Bestienstein ist ja eine physische Waffe, nehme ich an. 12? Ja, also mit Magie würde das nie im Leben hinkommen. Sprich, wenn ich Selki noch ein bisschen mehr Verteidigung geben würde, dann könnte ich das vielleicht überleben. Gucken wir erstmal, wie sich Kaldori macht. Aha, aha. Das reicht zwar nicht, aber ich kann mir zumindest den Dialog anhören. Und ich sterbe nicht nebenbei. Das ist so das Wichtigste. Na gut, Tsubaki. Vater, du da. Halt, so warte doch. Bist du es wirklich, Vater? Ich wusste es. Welche Gestalt du auch hast, ich würde dich stets erkennen. Doch ich hatte nicht erwartet, dich noch einmal zu sehen, nachdem... Vater, wieso durfte ich in deiner Seite kämpfen? Wieso hast du darauf bestanden, mich zu beschützen? Er hätte dir bis zuletzt beigestanden. Verzeih mir, du gabst dein Leben für mich und ich mache dir nur Vorwürfe. Doch lass dir gesagt sein, deine Tat zeugt von keinerlei Perfektion. Der Vater, den ich kannte, ist stark genug, um sowohl sich als auch mich zu schützen. Solch ein Mann würde niemals an diesem elenden Ort sterben. Nimm meine Hand und ich werde dich von diesem Schicksal bewahren.
Ich werde dich nicht aus den Augen lassen, bis du wieder der Alte bist. Dieses Mal, das verspreche ich, werde ich dich beschützen. Wie gesagt, diese Kämpfe und Dialoge sind echt nicht schön. Also sind super geschrieben, weil sie auch ein bisschen ausführlicher sind und wirklich ziemlich gut nochmal die Gefühle widerspiegeln. So wie Kaldori ist im Gegensatz zu Rajat dann eher davon enttäuscht, dass die beiden nicht Seite an Seite kämpfen konnten und dass er sich wirklich für sie geopfert hat und ist total entschlossen, ihn zu retten. Also ich finde es schön, dass sie alle irgendwie das Gleiche fühlen, aber dass irgendwie doch nochmal ein bisschen anders ist bei jedem und dass sie das auch auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken. Also deswegen finde ich die Dialoge echt sehr schön gemacht und würde da auf jeden Fall auch gerne mehr von hören. Na gut, Hisame, kriegst du das hin? Ja, ziemlich eindeutig. Tut mir leid, Kaldori, dass du jetzt daneben stehen musst und zusehen musst. Aber Tsubaki muss leider verschwinden. Und da die ja, wie gesagt, sowieso nicht nochmal extra Dialoge haben, wenn sie von ihrem Kind besiegt werden, ist das auch kein Problem, wenn es jemand anderes macht. So, Selki. Ich könnte dir nochmal hier mehr Verteidigung geben. Alternativ. Das ist nicht so gut. Das ist auch nicht so gut. Das ist perfekt. Okay, Kiragi kann es notfalls auf jeden Fall regeln. Hier gibt es auch nur plus 2. Dann nimm du mal Soleil mit dazu. Die Frage ist, überlebst du das jetzt? Ja, tust du. Sehr, 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 sehr knapp. Ich könnte ihn sogar besiegen, aber ich würde, glaube ich... Würde ich nebenbei sterben? Ich vergesse immer, wie das ist, wenn ich quasi doppelt angreife. Greife ich erst zweimal an? Oder greift er zwischendurch an? Ich habe keine Ahnung. Ich will es gerade auch nicht riskieren. Ich müsste es vermutlich wissen, aber ich tue es gerade nicht. Weil hier würde ich ja auf jeden Fall... Hier würde ich knapp überleben. Hier würde ich ein bisschen besser überleben. Habe ich die Bestienrune eigentlich gerade überhaupt getestet, als ich geguckt habe? Ist egal. Hauptsache, ich bin jetzt auf jeden Fall safe und kann mir zumindest den Dialog angucken. Hast du irgendeine dumme Fähigkeit? Okay, aber das ist ja, glaube ich, alles in den Schaden mit einberechnet. Gut, Caden. Das ist doch Papi. Er ist hier. Du täuscht mich nicht, Papi. Meine Nase hat mich noch nie getäuscht. Du bist albern, Papi. Wolltest du dich verstecken? Aber ich finde dich überall. Hier, sieh mal. Ich habe deinen Schal dabei. Er ist bloß ein bisschen zerrissen. Aber wie es scheint, willst du das olle Ding wohl nicht wiederhaben, ha? Huh? Schweigst du mich deshalb an? Ach, Papi, lass mich nicht so hängen. Ich flicke ihn schnell wieder zusammen. Dann können wir spielen, so wie früher. Einverstanden? Ha, wenn du so gemein bist, dann gebe ich dir den Schal halt nicht. Ich dachte, er würde dich vielleicht wieder zurückbringen. Falsch gedacht. Wir haben uns so lange nicht gesehen, Papi. Lass uns wie damals herumtoben. Hör zu, das sind die Regeln. Wenn ich gewinne, dann wirst du wieder normal. Falls ich dich dabei voll verkratze, nicht so schlimm. Ich vergesse es eh wieder. Und dann drücke ich dich ganz fest, so wie immer, wenn du so lang fort warst. Bist du bereit? Prima, dann kann's ja losgehen. No, das tat mir so leid, weil Selki ist ja eigentlich so ein bisschen verspielter, sag ich mal, und ein bisschen naiver. Und dass sie dann wirklich den Schal aufgehoben hat, in der Hoffnung, dass Caden sie vielleicht dadurch erkennt und wieder zur Besinnung kommt. Oh, aber die Aussage, wenn ich dich dabei komplett zerkratze und umbringe, nicht schlimm, ich vergesse es eh wieder. Das ist so eine typische Selki-Aussage. Aber gut, Asugi würde auch drankommen, sehe ich gerade. Aber vielleicht nicht treffen. Gut, dann muss das Kiragi machen. Tut mir leid, Caden. Ich wollte gerade Keaton sagen. Fast das Gleiche.
Und schon wieder einer weniger. Es tut mir in der Seele weh, sie so fallen zu sehen, weil ich das ja auch wirklich nicht oft bei mir gesehen habe, weil ich ja immer versucht habe, dass alle wirklich durchkommen. Und dementsprechend ist ja nicht so, dass ich in jeder zweiten Schlacht irgendwen habe sterben lassen. Und es dann so zu sehen, wie die bekannten Charaktere dann wirklich ins Gras beißen, nicht schön. Definitiv nicht schön. So, Siegbert und Shiro. Dann die andere Seite. Die wird auch nochmal lustig. Wir können Arthur anlocken. Kann ich mal gucken, wie das so ausgehen würde. Arthurs Axt, Silberaxt, diese Crit-Wahrscheinlichkeit, meine Güte. Speerbrecher, Wurfbeil. Also ich glaube, Arthurs Axt ist noch mit am besten, weil ich meine, er kann mich zu einem Drittel critten, aber er würde keinen Schaden machen. Das heißt, ich kann dich auf jeden Fall reinstellen. Ich muss nur auch hier wieder so ein kleines bisschen weglaufen, denke ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na, ich glaube, weiter kommt er nicht. Aber ich werde trotzdem mal ein bisschen aufrücken. So, dann kommen die halt so ein bisschen auf mich zu und ich muss gleich ein bisschen weiterlaufen. Aber ist okay. So. So. Du dann hier. Wobei, stell dich mal hier zur Unterstützung hin. Ja, und Percy darf dann gleich Arthur anlocken. Zack. Achso, und Shigure natürlich. Ja, du kannst hier einfach warten. Bislang klappt das doch eigentlich ziemlich gut. Ace, wieso starrst du so gebannt dorthin? Das ist doch nur... Au, das ist... Oh Mann! Warte! Papa, nein! Wieso kämpfst du denn auf ihrer Seite? Du bist doch ein Held! Ich glaub's einfach nicht, dass du dich hast besiegen lassen! Ach Papa, das ist alles meine Schuld. Du hättest einen Helfer gebraucht. Von nun an werde ich nicht mehr weinen. Es ist Zeit zu handeln! Au, und danke übrigens, dass du Ace und mir bei der Flucht geholfen hast. Wie es albern zu glauben, ich könnte meinen Fehler ausbügeln. Aber wenn du kein Held mehr sein kannst, mag ich für dich einspringen. Wir haben so viel durchgemacht, jetzt lege ich noch eine Schippe drauf. Komm schon, Ace, gemeinsam werden wir Papa retten. I'll help you. In dem Fall kriegst du zwar nur auf die Nase, aber ich finde es auch unglaublich schön, dass die Dialoge nicht austauschbar sind. Die sind wirklich auf die Charaktere zugeschnitten. Kaldori hat ja von Perfektion geredet. Selkie war eben total verspielt und hat eben auch von dem Schal gesprochen. Und jetzt Percy eben von dem Heldendasein. Also das finde ich sehr schön auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nur da weiterhin aufpassen, weil so langsam wird es da ein bisschen eng. So, wie ist denn das hier jetzt noch? Ich könnte dich anlocken. Okay, das ist schon die stärkere Waffe. Sprich 34. Das kann also mal wieder Kana machen. Zack und zack. Also die beiden sind echt ein gutes Team, so zum Unterstützen. Wie ist denn das hier oben? Asama hat Schweigen. Ja gut, Schweigen finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Hinata könnte ich hier in dem einen Feld anlocken. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. 34. Gut, der Vorteil ist jetzt nicht so schlimm. Astra könnte sich aktivieren. Fähigkeit mal 0,5, also 10%. Fünfmal mit halbem Schaden. Das ist nicht so schön. Verdoppelt während Gegenangriffen die Kraft der Waffe. Sprich, wenn ich dich angreife. Alles klar. Das Problem ist, dass Hisame nicht unbedingt die besten Werte dafür hat. Wir können hier auf jeden Fall schon mal aufrücken, weil hier ist ja nur die, das Schweigen von Asama. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Dann könnt ihr euch schon mal wieder trennen. Zack. Kiragi kann auf jeden Fall aufrücken. Ihr könnt auf jeden Fall euch wieder trennen. Und hey, wenn er sein Schweigen dann wirklich aufbraucht, ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Dann habe ich weniger Arbeit, wenn ich da weiter nach oben mich vorarbeite. Bislang kann er, glaube ich, sowieso nur Rajat treffen. So, Asugi, Shiro. Ich frage mich halt, ob ich vielleicht Siegbert hier reinstellen möchte, um dann zumindest anzulocken.
Ich weiß nur nicht. Ich müsste mich wahrscheinlich unbewaffnet reinstellen. Aber ich warte jetzt erstmal einen Zug ab. Vielleicht komme ich im nächsten Zug tatsächlich bis hier oben und kann das mal direkt austesten, ohne rechnen zu müssen. Die Seite hier ist ein bisschen schlimmer. Gucken wir doch einfach mal. Veluria. Autsch. Wobei, ich habe 4 KP. Ich würde das sogar überleben. Das würde ich auch noch überleben. Okay. Also ich könnte ihm sehr viel Schaden machen, aber es würde nicht ganz reichen. So, Ignatius. Könnte Benny zumindest ankratzen. Das ist schon mal gut. Und dann bräuchte ich aber noch jemanden, der das zu Ende bringt. Ich glaube, das ist ein guter Job für Ophelia. Also Ophelia und Ignatius kriegen das zusammen hin. Veluria bräuchte vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Aber vielleicht können wir hier schon mal so ein bisschen ankratzen. Und wie ist das mit Arthur? Ich könnte... Ja, das würde aber auch nicht reichen. Du kannst dich auf die andere Seite stellen. Wenn ich Sophie mit dazu stelle... Sophie würde auch noch mal sehr, sehr guten Schaden machen. Genau genommen sind das 30. Das dürfte ja reichen, oder? Ja. Also kriegen wir die auf jeden Fall alle platt. Super. Dann können wir nämlich hier auf jeden Fall die Seite schon mal sehr, sehr gut clearen. Und uns dann langsam aber sicher an Silas rantasten. Die Mitte sollte auch bald leer sein. Und gut, ich habe ein bisschen Angst vor Takumi, ehrlich gesagt. Genauso wie vor Leo. Aber da müssen wir erstmal hinkommen. Also ich würde sagen, für heute haben wir uns ziemlich gut geschlagen. Wir haben uns gut vorgearbeitet. Wir haben alle Dialoge mitgenommen, die wir hätten haben können. Alle leben noch. Alle leben eigentlich auch noch ziemlich gut. Also das kann auf jeden Fall gerne so weitergehen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das Finale halt einfach atmosphärisch sein soll und gar nicht so knüppelhart. Oder ob das Knüppelharte noch kommt. Würde ich dem Spiel auf jeden Fall auch zutrauen. Es ist jetzt Zug 4, okay. Schauen wir einfach mal. Kann auf jeden Fall gerne so weitergehen wie heute. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Fire Emblem Fates. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.